Hervor. Huch! Oh, 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 wo guck. Der Opa kann nicht so schnell. Und der Kunibert haut einfach ab. Die laufen direkt beide nach Kaffeegaun. Ich wollte übrigens noch zwischendurch vielleicht noch eine andere Runde machen, weil ich würde mir die andere Map gerne noch anschauen und da ein bisschen rumgucken. Der lässt seinen Vater einfach im Stich. Der Vater hat die Bahn verpasst. Und das nur, damit er hier um 18 Uhr in den Park gehen kann. Ich glaube, weil die sich alle treffen dann irgendwie so, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kommt er. So, sehr gut. Okay, ich würde nur gerne wissen. Oh! Und wir haben diese Mütze sofort auf. Is currently busy. Nein, Frikadella! Nein! Oh. Glinta, wish you also hör mal. Dich habe ich noch nie gesehen. Das Pink gefällt mir. Da würde ich gerne mal mit der Kuhzunge drüber gehen, um das durchzuwienern. So, warte. Fliba, Quimbus. Sophie. Subish Monana. Quindel Windelberry Mosana. Ich würde meinen Bart mal gern zwischen deinen Schenkeln färben. Die beiden kennen sich, die beiden sind eigentlich geschieden, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie die sich jetzt kennenlernen sollen. Die kennen sich eigentlich schon. So. Hör mal, wenn du Hunger hast, ne? Ich habe zu Hause drei Katzen vorm Fenster. Da klatsche ich dir gerne mal ein Sandwich zusammen. Das kommt einmal kurz in die Pressmaschine und dann ist es lecker. So, und dann hier nochmal. Du siehst aber auch lecker aus wie so ein Zwiebelbrötchen. Da würde ich mir gerne mal die Stücke rauspulen. Oh. Sie ist nicht sehr gut darin. Mutual Cry. Diese Mützen! The Power of Love? Oh. Also, wenn du magst, dann komm doch mal rum, ne? Ich wohne im Sudetengästchen 3. Dann zeige ich dir mal mein kleines Sudetengästchen Nummer 3. So. Okay. Neulich im Modemagazin habe ich was Abgefahrenes gesehen. Das sah so gut aus. Ein Gutschein für Burger King. 3 Euro, Digga. Wieso sagt sie Digga? Ich habe keine Ahnung. So. Losing Spark. Oh. Was machen die jetzt? Sit and Doze. Nee, 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 nee. Hier. Sag mal. Kunibert! Kunibert. Hallo, Kuni, hallo. Kunibert. Haben wir Hunger? Oder sind wir müde? Nee, gar nicht. Der hat sich einen Kaffee genommen, wa? Wem gehört denn diese Ente? Die esse ich später. Sag mal, der hat sich einen Kaffee genommen und... Wo geht der hin? Hör mal! Mein kleines Limonenfrüchtchen! Wo willst du denn hin? Oh, für die Natur. Da habe ich ein ganz großes Herz. So. Hör mal, du kannst ja aber so weggehen, hä? Mich erst so hungrig machen und dann nach Hause gehen, wa? Ich glaube, es hackt. Und zwar dich gleich. So, okay. Confess Love. Let's go. Lecker. Dich würde ich gerne mal mit Zwiebeln belegen. Und dann ablecken. Okay. Ein Sweetheart. Okay. Marry you? Ist das nicht ein bisschen früh? Wir sind noch nicht mal zusammen. Also doch schon, aber warte mal. Ich sing. Okay, Serenade geht irgendwie nicht, ne? Warte, dann machen wir den hier. Oh. Du bist meine kleine Serenade, verstehst du? Das hört sich fast an wie Renate. Oh, da fällt mir ein, ich war mal mit einer Renate zusammen, als wir geschieden waren, weißt du? So. Oh. Ich vermisse dich sogar, wenn du vor mir stehst. Ich glaube, ich schieb dich in meinen Bauchnabel und dann zieh dich Hände rein und verdauen dich. Dann bist du ein Teil von mir. Oh, das ist so romantisch einfach. Oh.
So, hier, pass auf. Jetzt. Das ging sehr schnell. Das ist sehr schnell eskaliert. Liebe, oh. Die höchste Priorität wurde zu Liebe gewechselt. Wenn Liebe die höchste Priorität im Leben wird, dann gibt es ein Bestreben um Webbing. Man will die, die am nahestehen natürlich und so. Und dann Building Relationships. Okay, Liebe. Oh, Liebe ist auf über 60. Oh. Da ist kein Platz mehr für unsere Tochter im Leben. Oh my goodness. Marry you, können wir auch machen. Warte mal, kommt ihr dann bei uns in die Dingens? So. Okay. Tja. Da ist er weg. Ich habe ihm gerade die Liebe gestanden und da geht er dahin. Wo ist Tränenmond? Ah. Okay, da ist Tränenmond. Ich hätte die Suche dann wieder alle hier in der Reihe, ne? Ich würde so gerne mit allen spielen. Das wäre irgendwie viel cooler. Gott, diese Bilder. Ach so, ich wollte noch was probieren, ne? Ich weiß nicht, ob es geht. Ich guck mal ganz kurz. Build Mode. Da muss ich mal kurz reingucken. Wo war das denn hier, ne? 3D-Printer. So. Objekte. Teste ich mal das da aus. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob es klappt. Ich habe ein paar Sachen, also ich habe jetzt alles PNG gemacht. Mal gucken, ob es klappt. La, 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 la. La, la. So, dauert ein bisschen. Dum, 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 dum. Das dauert sehr, sehr lange. Letztes Mal habe ich es rausgeschnitten, glaube ich. Ja. Aber diesmal habt ihr die Ehre, das einfach mit zu beobachten. Ist das nicht schön? Da freut ihr euch bestimmt. So, Moment, Moment. Haben wir bestimmt gleich. Di, di, di. Di, di, di. Di, 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 di. Ja, es geht sicherlich gleich. Also gleich, ja, es dauert ein bisschen. Also das hat schon seinen Preis, aber trotzdem kann man ja alles als Objekte machen, was es gibt. Und ich würde das gerne noch ein bisschen weiter probieren. Warte, jetzt hat er was. Okay, das sieht krass aus. Okay, das Ranzoomen ist gerade sehr langsam. Ach ja, so. Cool. Der Lurch of War, unsere Statue aus dem Gronkh Shop. Okay, ist ein bisschen verprokelt, muss ich zugeben. Aber immerhin, es geht. Es geht schon. So, next. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier machen soll. Das ist mir immer ein Rätsel. Ich lasse mal bei 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kann ich eine 0? Kann ich nicht eingeben. Jetzt. Und dann lieber auf der Z-Achse so nach oben. Mal gucken. Hier. Lurch of War. Krieg. Krieg ist immer gleich. So. Gut. Hervorragend. Dann haben wir eine Lurch-Statue. Die wird bestimmt winzig sein. Ich weiß noch gar nicht. Weiß gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Den Stuhl kann ich gleich mal verschieben übrigens, ne? Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Mit dem Ranschieben. Und jetzt würde ich die Pflanze vielleicht. Ich lösche die Pflanze mal. Oder nee, pass auf, ich probiere mal. Okay, die hätte man vielleicht noch anders drehen sollen. So. Okay, wir können die nach oben ziehen. Vergrößern können wir die auch, ne? Dann ist sie
Okay, dann wird die so groß. Sieht ein bisschen komisch aus. So, okay, da muss ich noch darüber. Darüber. Okay, kann ich nicht. Okay, sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, warte. Dann probieren wir nochmal schnell. Ein Kopf von Pan, als sie den Porträtmodus ausprobiert hat. Oh, das war großartig. Hier ist noch ein Kopf von Pan, wo sie mir ins Bild gelaufen ist, als ich den Xbox-Stand fotografieren wollte. Ist aber schon ein bisschen her. Und hier ist, da habe ich auf diesem komischen Bett gelegen, was viel zu klein war. Aber ich nehme das kleine Küki. Ich nehme mal das kleine Küki. Aber ich will diesen Kopf, diesen Porträtkopf von Pan will ich auch haben. Der muss einfach irgendwo im Raum schweben und gibt Weisheiten von sich. Das würde ich einfach sehen. So. Dauert leider sehr lange. Wir werden es überleben. So, das ging schneller als sonst. Ja, okay, ein stark leuchtendes Küki. Yippie! Yeah! Hat sogar ein Popo hinten dran. Ja. So einen richtigen Booty einfach. Cool. Das funktioniert ja echt gut, ne? So. Weißt du was? Ich mach mal 0000. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wo der denkt, dass vorne ist. So. Küki. Küki-Dent. Drei Phasen. So. Keine Ahnung, was das ist. Das können wir vielleicht irgendwo auf den Tisch packen oder so. Hier so nebenan. Wenn das überhaupt geht. Der wird es bestimmt wieder sehr groß machen, ne? Ja, natürlich. Ja, können wir nicht auf den Tisch machen. Wäre schön. Oder hätten wir vielleicht machen. Oder wäre das vielleicht dieses Ding gewesen auf der Z-Achse, eventuell, dass wir es hochgesetzt hätten? Ja, das passt hier leider nirgends. Wir könnten es hier vielleicht. Nee, geht auch nicht. Und irgendwie. Irgendwie ist das nach vorne immer auf der linken Seite. Ich weiß nicht genau warum. Das ist mir ein Rätsel. So, dann haben wir da ein kleines Küki. Da steht er einfach rum. Lelelelelelele. Warte, ich würde sogar noch ein bisschen kleiner. Geht das? Kleiner machen. So. Jetzt steht's da. Okay, jetzt fliegt es da rum. Einmal nach unten. Und einmal nach hinten. So. Jetzt steht's da. Das ist schon sehr cool gemacht. Okay, das hier ist surreal. Das ist schon geil. Sieht ein bisschen schmuddelig aus, ne? Aber ja, das ist schon geil. Mal abwarten, wenn man richtige 3D-Objekte reinladen kann. Darauf bin ich auch gespannt. Das wird bestimmt schön. So, okay. Da sind wir wieder. Was wollte Tränenmond machen? Ich hab vergessen. Die Sachen kann man leider nicht anklicken. Ob es irgendwann die Möglichkeit gibt, Objekte einzufügen, wo man vielleicht noch irgendwie eigene Aktionen eingeben oder sowas kann. Weiß nicht so. Weißt du, was ich meine? So ein Editor, der mit eingebaut ist, wäre schon cool. Aber ich meine, ist ja eh alles modbar. Ich wollte mit Devastated, warum das denn? Was denn passiert? Dreamed of being left alone. Oh, die Tränenmond. Ach, ich wollte noch ganz kurz, warte mal, ich wollte noch ganz kurz hier, warte. Jetzt kann man den Rechner auch mal benutzen. So, dann gehen wir ganz kurz. Attempt to lock account. Develop personal skills. Okay. Sie möchte Skills entwickeln. Was? Als ob auf dem Ding YouTube-Video läuft. Als ob. Never ever. Da ist ja nicht mal Windows 3.1 drauf. Na gut. Ich meine, mir ist egal. Dann mach halt. Dee, 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 dee.
Ich überlege gerade, wo ich eine Pan hinmachen könnte. Wir haben so wenig Platz. Aber irgendwie das cool. So, okay, ich bin ehrlich, die Fortschrittsbalken hier oben fehlen, dass man gucken kann, ob sie den Skill gerade lernt. Das fehlt wirklich. Ich habe das Gefühl, wir machen gar keinen Progress, auch wenn ich das hier unten natürlich sehe, aber das zählt irgendwie nicht so richtig. Ja. Wir stellen uns vor, sie schreibt einen Roman. O düsterer Dorn im Rosenhain, du starrst durch meine Haut. Einst war ich schwach, einst war ich klein, nun bin ich deine Braut. Oh. Das ist aber diepe Lyrik wieder. Ja. Aua, oh, au, ah. Mein Po tut weh vom vielen Sitzen. Zwischen Backen muss man schwitzen. In diversen Ritzen. Das war der Default. Was haben wir eigentlich für Wünsche? Dropped Coins on a Vending Machine. Okay, Accomplished Values. Und Roman lesen, aber kein Schreiben. Schade. Okay, wir haben gerade Skills, glaube ich. Müssen wir irgendwie bald schlafen? Weil es ja irgendwie auch schon spät, ne? 20 Uhr. Nö, geht eigentlich. Sleep. Dann setze ich mich nochmal an den Rechner. Wir könnten ja vielleicht mal gucken, ob wir eventuell mal... Practice Coding. Play Game geht nicht. Ach, weil wir devastated sind. Okay. Warte mal, wir können Coding practicen? Ich meine, das macht sie jetzt nur, weil sie bei ihrem Bruder mal gesehen hat, aber... Programming? Was? Wie konnte mir das entfleuchen aus dem Augenkneist? Warum hat Fridolin noch nicht programmiert? Was ist da los? Und wo bleibt denn Frikadella? Immer noch im Central Park. Ist sie nicht langsam mal... What? Say you want to drift apart? Mit wem redet die? Geh mal nach Hause. Ich schick sie mal nach Hause. Die ist auch mal nicht lebensfähig. Was war das denn gerade? War da eine Taube? Okay, das war weird. Sie ist ja offenbar alleine nicht lebensfähig. Ich schick sie mal nach Hause. So. Rein da. Go hier. So, prima. Dim, 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 dim. Leute wollen immer, dass ich vor den Flügeln ein Selfie mache, aber ich finde das so Klischee einfach. Das ist so 2020. So. Können wir mal irgendwann machen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es wirklich sehr Klischee fand irgendwie. So, sie übt noch Coding und wir, was ist denn mit... Oh, wir haben echt wieder... wir sind berührt und haben Hunger. Okay, dann gucken wir mal in Development. Dann... Okay, wir können alles machen. Take-out-Pizza. Boah, ich mach Hühnchen. Geil. Fühle ich ein bisschen. Achso, das ist so Leftover-Chicken. Oh, sie ist richtig gut drauf. Oh, im Backofen haben wir noch nie gesehen. Cool. Sie ist halt echt verliebt, ne? Sie muss Tremont noch Bescheid sagen, dass Tremont noch einen Papi bekommt. Beziehungsweise ist er ja ein Papi. Glaube ich. Ich weiß nicht so genau. Ist Tränen. Ist also. Quatsch. Ist Kunibert wirklich der leibliche Vater? Oh. Ich esse mal ein Stück. Ah, wir haben für alle gekocht. Das ist cool. Trini! Okay, ja, gut. Die ist gerade im Programmierfieber, glaube ich. Nam, 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 nam. Oh, hatte ich jetzt auch Bock drauf. Boah, die sind. Irgendwie sehen die auch gut aus. Hätte schon Bock auf jeden Fall. So. Was mit Schnuckimund eigentlich? Schnuckimund fehlt ein bisschen, ne? War die nicht immer sehr offenherzig mit Dingen? Und es gab noch einen anderen Schlömpel, aber ich glaube, der ist nicht so gut gealtert. Den würde ich heute wahrscheinlich eher nicht machen. Da spare ich mir lieber meinen Seelenfrieden. Ich glaube, das wäre eine bessere Idee. Es sind wilde Zeiten, in denen wir leben. Wer hätte das damals gedacht? So.
Okay, essen, dann müssten wir auch bald schlafen, ne? Es ist hier mal so still. Ich glaube, ich mache hier gleich mal Musik an. Ich kann das aber nicht. Auch mal dieses Gabelgeräusch zwischendurch, das Getippe, das wird irgendwann immer lauter. So, Nom nom nom. Nom nom nom. Nom 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 nom. Wie sie aber schwitzt beim Essen immer. Eine Augenweide. So, jetzt noch den Teller essen. Genau, das Hähnchen längst weg, aber sie isst noch den Teller. Mmh, oh, Bortelladen. Oh, So. Nicht alles vom Teller essen, das war eher so ein bisschen Dessert, aber sie macht gerade Diät. Deswegen kommt der Rest vom Teller erstmal ins Spülbecken. Wie sie überall hinrennt gerade, ne? Weil sie so energiegeladen ist. Ich glaube, es macht die Liebe mit einem. Durch das Spiel denke ich jetzt, Koreaner saugen ständig ihre Wohnung. Was war das denn? Okay, die ist einfach, die ist schon in ganz anderen Sphären. Gut. Weißt du was? Ich hau mich mal einfach hin. So, schlieb. Nicht gucken, wir ziehen uns um. So, ist schon ein bisschen älter. Also nicht Frikadelle, das Shirt meine ich. So, ah. Da ist mir gerade die Titte rausgesprungen. So, und Tränenmond? Na klar. Na klar, sollte aber auch mal schlafen langsam. Und morgen ist ein wichtiger Tag, denn morgen wird Frikadella. Da gehe ich mal von aus. Wo ist denn hier das Schlafzimmer? Morgen wird Frikadella, da gehe ich auch mal von aus. Ich glaube, es wird schön. Ich glaube, oh, wir müssen vorher umziehen, glaube ich, ne? Moment. Shh, die Mama schläft. So. Nips. Und jetzt aber gute Nacht. Morgen hast du einen neuen Daddy. So, let's go. Ich spule ein bisschen vor, draußen sieht man es schon ein bisschen. Könnte ruhig noch schneller gehen, ne? Oh my goodness. Die Gerüchte verbreiten sich jetzt aber irgendwie überall, ne? Ich weiß nicht genau, was für Gerüchte, aber irgendwie... ist wie so ein soziales Experiment. Ich weiß aber nicht genau, was das für Gerüchte sind, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. So. Dann mal gute Nacht. Eine sehr lange Nacht ist das. Es dauert immer ein bisschen. La la la. La la la. La 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 la. Es dauert wirklich sehr, sehr lange. Ich komme mir gerade vor, als würde ich im Laden auf dem Stuhl sitzen und auf Kundschaft warten. Hab wieder Flashbacks. Ich hoffe, das geht irgendwann nochmal schneller. Okay, jetzt geht's noch schneller, weil die Nacht ist, glaube ich. Zumindest geht die Zeit schneller rum. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, die Zeit geht generell nachts schneller rum. Wahrscheinlich auf normaler Geschwindigkeit. Hä, schon wieder schmutzig? Wir haben doch gerade erst gereinigt hier. Wie kann das schon wieder schmutzig sein? Hä? Die Tränenmond leckt doch die ganze Zeit den Boden ab. Der müsste blinken und blitzen. Und dann nachts aber einfach irgendwie kommen die Wollmäuse raus. Warum? Wie? It's me a Rätsel. Der eine hat gerade gefurzt, glaube ich, beim Vorbeigehen, der hier oben rumgelaufen ist. Der hat, glaube ich, gerade im Gehen gefurzt. So, was ist denn jetzt wieder los? Displeased, warum? Weil wir echt dreckig sind. Let's go, 4 Uhr morgens, na klar. Oh Gott, ist das Bett schmutzig? Oder sind das Wolken? Ich habe keine Ahnung. Kannst du das Bett reinigen? Nee. Das Bett muss so aussehen, okay. Oh nein, oh nein, oh. Ärgerlich. Okay.
Wie sie gerade überall hinrennt einfach nur. So, säubern, use Mob. Ich mobbe mal den Boden. So, hervorragend. Okay, jetzt wieder sauber. Gut, 5 Uhr morgens. Wo treffe ich meinen Schnucki-Kunibert? Wo treffe ich unsere wahre Liebe? Also erstmal mache ich mal hier an. Kann ich die Musik nicht wechseln? So geil. Ich muss da mal wieder hingucken. Das ist irgendwie geil. Auch wenn die ein bisschen verschroben aussieht, aber schon krass, was so geht, ne? Schon geil. So, Trini. Achso, erstmal gehe ich mal ganz kurz hier. Ich gehe mal kurz einen Schrat aus dem Wald drücken. So, raus mit dir. Oh, die Zipfelmütze guckt schon raus. Oh, oh, oh. Warte, da kitzelt das Bärchen. Oh, am Sternchen. Oh, 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 oh. Oh. Wenn die U-Bahn erstmal Fahrt aufgenommen hat und mit 30 Waggons durchrauscht. Jawohl. Nächste Station, Endhaltestelle. So, sehr gut. Hände waschen vom Feinsten, ja. Hat ja auch gleich ein Date, glaube ich. Können wir Kunibert eigentlich daten? Also ich meine, können wir den irgendwie anrufen und sagen, Kuni, alte Säule. Give a gift. Oh, das geht. Okay, Teddybär. True Love. Hier. Was haben wir hier? Hä? Der hat uns geschenkt. Okay. Und hier steht noch, I start my rap career. I love you, bro. Das ist, glaube ich, noch falsch. Wieso renne ich denn jetzt überall hin? Oh, das war ein Bug. Ach so. Welches Gift soll ich denn bekommen haben? War das irgendwie falsch? Oder habe ich ihm das geschickt mit dem Gift? Ja, wie komme ich denn jetzt zu ihm hin? Ich weiß doch gar nicht, wo der wohnt. Ich könnte vielleicht mal kurz... Ob der mir aufmacht, weiß ich natürlich nicht. Metrohaus, da war das doch eigentlich, oder? Gaia Apartments. War es nicht hier? Ne, nicht Play. Ich, ja, ja. Schlömpel Family, let's go. Wir gehen mal hin. Ist quasi genau in der Nachbarschaft. Da treffen wir uns nach Jahren wieder. Ja, nach vielen, vielen Jahren. Und er wohnt einfach direkt in der Nachbarschaft. Das ist halt Schicksal, ne? Das ist einfach... Die beiden gehören einfach zusammen. Ich weiß, es ist eine On-Off-Beziehung. Aber es ist einfach... Es ist ja auch nicht toxisch oder... Na, vielleicht weiß ich nicht. Beide haben andere Ziele im Leben. Er vor allen Dingen Freiheit und Unabhängigkeit und sie Nahrungsaufnahme. Und K-Pop-Star werden jetzt auch. Und sie müssen mal wieder zur Arbeit, glaube ich, ne? Die war schon lange nicht mehr bei der Arbeit. Hm. Ich hoffe, wir müssen nicht heute. Denn ich möchte erstmal meinen Schnuckel besuchen hier. Ah, guck mal. Ich kenne einen, der hat hier mal gearbeitet. Oder tut's noch immer, ich weiß es nicht genau. Vor ein paar Folgen waren wir da mal drin. Lange her. So. Wenn die alle nur zusammen in einem Haushalt wohnen könnten, wie kriege ich das hin? Ich kann die halt nicht, also ich kann ja unseren eigenen Sohn nicht heiraten, ne? Das geht ja nicht. Huch, liegt ein Geschenk rum. Ach, deswegen. Das Geschenk, was wir ihm geschickt haben. Und wir dürfen einfach rein. Ist das das richtige Haus? Ich. Hab ich die Treppe übersehen? Ich höre das Schnarchen. Oh.
Okay. Da ist eine Leiter, aber ich weiß nicht genau, wie ich da hochkomme. Ich kann ihn nicht benutzen. Hä? Okay, hä? Ist hier noch irgendwo eine Leiter? Ein Dingens, eine Treppe? Nee, ne? Ah, der ist über uns, aber ich komme leider nicht hoch. Dazzled, okay. Kann ich ja vielleicht schon mal A&B anmachen? Ja, let's go. Oh ja. Hm. Ich bin bereit für dich, du geile Mettwurst. Schöne Bude aber, ne? Sehr modern. Gefällt mir gut. So wohnt er jetzt also hier in seinem Single-Haushalt. So, können wir irgendwas angucken, irgendwas machen? Ein Roman. Ich würde gerne ein Kochbuch lesen, aber ich lese mal einen Roman. So. Das macht ja auch was mit uns. Hä? Ach, jetzt geht's auf einmal? Wo ist denn Oppis? Wo ist denn... War der außer Haus die ganze Zeit? Oppis ist weg. Was ist passiert? Ist er gestorben? Das war ein kurzer Auftritt. Das war... Ich hab den auch nicht in Canvas hochgeladen. Scheiße. Hä? Hä? Was denn mit... Hä? Warum? Wieso ist Oppis weg? Oder hat er jetzt einen eigenen Haushalt? Ich meine, die sind ja zusammen direkt losgelaufen, aber müsste hier mit eingezogen sein. Der gehört doch zur Familie. Hä? Okay, komm, steh mal auf. Steh mal langsam auf, du Nichtsnutz. Oh, hey, können wir Kissu? Nein, können wir nicht, weil sie gleich runtergeht. Ich hoffe, sie haut nicht wieder ab. Okay, ich mach es mit denen hier, Auto. Ich glaube, die Leitern wollen nicht so, die wollen noch nicht so richtig. Was ist denn mit Oppis passiert? Das würde ich wahnsinnig gerne mal wissen. Wir kriegen hier keine Info darüber. Ich meine, das ist ein Familienmitglied. Hier müsste doch irgendwas aufpoppen oder irgendeine Nachricht oder irgendwas. Oppis. Let's get together sometime. Der kriegt keine Antwort mehr, wenn ich antworte. Was ist mit ihm passiert? Ha. Huh. Ich glaube, er ist tot. Ist er nachts im Park verstorben einfach? Ich meine, er war schon alt, aber jetzt nicht so alt. Diese zarten 90, das geht aber noch. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir mit Fricker machen, ne? Aufessen würde ich schon noch gerne, wegen Hunger. Aber dann müssen wir mal gucken. Tja, wenn der Oppis jetzt weg ist, könnten wir theoretisch... Ich meine, die Tränenmond ist groß, die kann alleine wohnen. Dann probieren wir das mal aus. Oder der Kunibert kommt zu uns und wir haben einen 3-Personen-Haushalt. Das wäre ideal. Das wäre noch besser. So, ja, dann isst doch jetzt mal auf. Junge, isst doch mal auf jetzt. Ah, das dauert immer so lange, ne? Die essen sehr, sehr geduldig. Ich würde Tränenmond auch gerne Freundin basteln, wenn ich ehrlich bin. Einfach just for fun, solange wir es noch können. So, natürlich jetzt noch eine Stunde den Teller abwaschen. Das ist natürlich klar. Und dann können wir vielleicht endlich mal interagieren.
So, und dann... Hau nicht ab, Frikadella. Hau nicht ab. Es geht sofort los. Nein, nicht schon wieder. So, nein, geh nicht nach oben. Nein, ich weiß nicht, wie man nach oben geht. Oh. Nein, komm noch mal. Ich weiß nicht, wie es nach... Bevor ich nach oben gehe, habe ich mir gedacht. Okay. Hey. Nee, jetzt aber nicht so. Erstmal hier Power of Love. Komm. Können wir vielleicht mal irgendwas zusammen... Mann! Ich hasse alles. Mann! Hör auf zu saugen und jetzt bleib gefälligst stehen. Mann, jetzt... Was soll denn diese Scheiße? Ich kann nichts machen. Power of Love. Ist sofort vorbei. Hier. Oh, na endlich. Aha. Citron Remy Bromaju. Inquicula. Umbrute. Aha. 0,6. Okay, da war also noch Luft nach oben. Verstehe. Hier mal, ne? Huh? Oh. Ich finde, die beiden passen auch gut zusammen, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie... Rubisa. Oh. Pinabuluansi. Pinaculade. Ja. Plus null. Oh. Okay. Ich bin ehrlich, ich möchte lieber reingehen gerade. Serenade geht nicht, oder? Nee, das geht aber nicht. Okay. Ich würde sie gerne reinbitten. Aber irgendwie... Ich würde ihr gerne R&B wieder anmachen. So, hier. It's like music. Geht das? Yay! Ist sie noch da? Kannst du mal kurz aufhören zu zappeln, bitte? Sein Blut besteht zu 80% noch aus Koks. Oder Acid oder keine Ahnung, was er geschmissen hat. Ich weiß aber nicht. Pass auf, dann mach ich mal schnell hier Frikadelle der Schlömpel, so. There's a fire. In the ja, ist doch nicht mein Problem. Ich bin gerade, ganz ehrlich, was soll das denn jetzt? Ich möchte jetzt hier wirklich mal ein bisschen auch Me-Time verbringen. So, kannst du mal kurz herkommen, bitte? Please come over. Geht das hier nicht? Special Conversation. Friendship. Love. Zendu. Yubu Wala Su Ranghini. So, okay, dann wollen wir mal. Was jetzt? Oh. Virtue Marsha Momin? Yes. Okay, das war sehr süß, aber sehr kurz. Okay, wir sind engaged. Die zwei Zeus, die each other's greatest strengths and support, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ne? Sagen. Die sind mal wieder drawn closer by destiny. Schon wieder. Ja, a life shared with a loved one, again. Is more precious and valuable than anything else, again. Make every moment together be tinted with a special beauty, again. And may all the days ahead shine even brighter with the love of the two Zeus. Okay, gut. Da bin ich dabei. Wir sind verheiratet. Okay, warte, Kunibert. Dann mache ich, ich tue dir direkt einen Gefallen. Achso, get married. Oh. Oh. Oh, ich wünschte, das würde länger gehen. Okay, click on a family member and click the move button to relocate them. Hier. Darüber. Zwei von acht? Ist Tränenmond tot? Tränenmond ist weg? Oh. Oh.
Oh. Oh, Frikadelle holt sich erstmal was Schönes zu knabbern. Ich sollte vielleicht laden? Irgendwie sterben alle. Ja, Frikadelle, gönn die halt, ne? Oh. Was passiert hier gerade? Was passiert denn hier gerade? Ich muss auf jeden Fall Go Back in Time machen. Ich, Frikadella Schlömpel, Tränenmond Schlömpel, Kunibert Schlömpel. Ich muss mal ganz kurz hier drauf, mal gucken. Ich muss auch mal gucken, ob es noch lebt. Ich hätte ob es gerne schon rumlaufen. Okay, ich wollte das jetzt unbedingt noch mitnehmen, aber Alter, das ist schon ein bisschen bitter. Oh, puh. Ja, ja. Gut. Und Kunibert war der Einzige. Ist das nicht Zufall? Kunibert kommt in die Stadt und alle sterben auf einmal? Ist das nicht... Ich glaube, er ist ein Heiratsschwindler. Ich glaube, das ist es einfach. Geheiratet und plötzlich stirbt erst ihre Tochter und dann auf Frikadella. Ist das ein Zufall? Das ist der Autosave hier. Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich glaube, ich möchte das so nicht. 2.47 Uhr, na, ich guck mal kurz. Oh, shit, ich hoffe, wir haben noch einen Spielstand. Am liebsten einen, wo ob es noch mit dabei ist. Aber ob das noch, ob es das noch gibt. Wie spät ist jetzt? 2.47 Uhr? Okay, das wäre, oh, das ist eine Viertelstunde, okay. Ja, ich hoffe, das ist noch mit drin. Wie ist denn das eigentlich, wenn die tot sind? Haben wir die Zeus noch auf Platte? Also könnte ich die beiden jetzt noch... Okay, warte, jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut. Aber wir sind keine verheiratete Frau. Die beiden Sachen stehen. Das heißt, ich glaube, wir könnten theoretisch mal rüberschalten, oder? Metrohaus, Schlömpel Family. Yo, der ist noch da. Ich drücke auf Play. Kein Obis mehr. Das war der 2.47 Uhr. Dann gucke ich 2.32 Uhr. Ah, shit. Ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Aber was mit Obis passiert? Wir haben ja keine Meldung bekommen. Gar nichts. Da ist ja einfach verstorben. Aus unerfindlichen Gründen. Der hat sich noch verabschiedet irgendwie, dass er, nicht, dass er geht, aber ne, der ist ja rumgelaufen irgendwie. Im Park. Tja, okay. Ich weiß gar nicht, wie der Status ist, aber ich bin sicher, wir kriegen alles wieder hin. Metrohaus. Yo, das sieht gut aus, da ist er noch, wenn ich das richtig sehe. Play. Da müsste er noch da sein, okay. Kunibert spielt Gitarre, da hinten ist Frikadella und hier ob es ist. Okay, aber ob es ist ganz normal in der Wohnung, ich verstehe es nicht. Und er hat Hunger und er ist displeased. Kunibert, achso, ja, ja, great memories. Verträgt sie wieder mit seinem Vater, hatten die Streit. Vielleicht, nachdem der Vater seine Mutter verlassen hat, eventuell. Das kann natürlich sein. Keine Zähne. Ob es kaut auf der Felge. Wir müssen diese Mützen mal alle loswerden, ne? Diese Mützen, aber die sind furchtbar. Wieso tragen wir die alle? Von wegen modisches Statement. Okay, also, Ruhe ist wieder hergestellt. Alles sieht wieder gut aus.
Kunibert spielt Gitarre im Park. Oppes mampft sich zu Hause einen schönen Linsenbrei rein. Oh, und es schneit. Wow, was ist denn hier los? Kleiner Vogel. Kleiner Vogel. Träum von einer großen Wiese. So groß wie diese. Okay. Aber, ja gut, aber wahrscheinlich erfriert er gleich. Na gut, ich mach kurz eine Aufnahmepause, weil es wird sonst zu spät und ich muss auch noch ein bisschen schnippeln, weil ich glaube, die Platte läuft gleich voll. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Aufnahme. Ein bisschen können wir noch. Ich würde gerne noch ein paar Zeus erstellen und so weiter. Und ich versuche so viel wie möglich aufzunehmen, bevor der Key deaktiviert wird. Damit das noch ein bisschen läuft. Ich würde mich freuen. Und dann probieren wir noch ein paar Sachen aus. Ich meine, gut, geheiratet haben wir jetzt ja schon mal, aber wir müssen es nochmal machen. Und ich bin immer noch dafür, dass Kunibert und Frikadella heiraten. Oh, schön mit dem Schnee, ne? Alternativer Realitätsfunk. So, zum Glück habe ich die Cappy nicht auf. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns... Was macht er denn jetzt? Ich wollte gerade in die Kamera reden. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao mit V und... tschüss, ne, macht's mal gut, reingehauen, wieder schauen. Euer kleiner Kuni, euer Kuni-Spätzlein fliegt von Ast zu Ast und hat sein Frühstück noch nie verpasst. Ciao.